Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Mario Blinkert. Ich bin der Lebensmittelabteilungsleiter von der Karstadt Galeria Kaufhof Lebensmittelabteilung. Damit ihr den Weg findet, wie ihr während des Lockdowns auch in unsere Lebensmittelabteilung kommt, wollen wir euch hier mal einen kleinen Hinweis geben. Wir haben offen jeden Tag von 9 bis 20 Uhr, Heiligabend von 9 bis 14 Uhr und Silvester auch von 9 bis 14 Uhr. Jetzt zeigen wir euch mal, wo es lang geht. Wir müssen hier zur Rolltreppe oder natürlich für junge Aktive auch zu Fuß. Da ich aber etwas kräftiger geworden bin, muss ich die Rolltreppe nehmen. Dann kommen Sie hier den Rolltreppenaufpark hinauf. Viele Kunden gehen natürlich an diese Tür. Sie sehen, hier stehen schon viele. Ja, hier ist leider geschlossen. Ist ein bisschen verwirrend. Viele Kunden wollen hier hinein, aber zu während der Pandemie. Kann man nichts machen. Hier haben wir ein Prospekt von unseren Angeboten. Und hier auch noch mal ein Hinweis, wo es lang geht. Und hier haben wir ja noch mal unseren wunderbaren Dettes Süßwarenstand. Auch für Sie da mit vielen Leckereien, immer geradeaus. Ja, und folgen die Beschilderung mit dem schwarzen Pfeil und dem gelben Untergrund auf die Luftballons zu. Hier dann entlang. Und hier links stoßen Sie auf unsere Hinweisschilder. Und hier geht es dann hinein in unser Reich. Viel Spaß beim Einkaufen. Wir sehen uns gleich wieder. Folgende Bereiche bleiben weiter für Sie geöffnet. Galeria Markthalle, die Lebensmittelabteilung. Go Asia, das Futterhaus und auch natürlich Steinecke. Jetzt wollen wir mal einen kleinen Rundgang durch unsere Abteilung machen. Denn trotz des Lockdowns, bei uns gibt es alles, was das Herz begehrt. Und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja, wir starten hier in unserer Obst- und Gemüseabteilung. Wunderbar aufgebaut, tolle Farben, sage ich mal, ein Genuss. Dann können wir hier auch noch, haben wir ganz neu an unserem Kaffeeautomaten einen Kaffee to go für 1 Euro. Cappuccino, Kaffee Latte oder nur Kaffee für 1 Euro, wenn Sie etwas Koffein brauchen. Dann fahren wir hier weiter. Hier geht es zum Gemüse. Ach, wunderbar aufgefüllt. Sie sehen, wir haben keinen Engpass. Alles ist da. Dann geht es hier weiter. Blumenkohl, Rosenkohl, alles ist da. Dann kommen wir hier zu unserer Kartoffelparade. Wir haben hier jede Menge, haben wir hier zur Auswahl. Dann verlassen wir wieder die Obstabteilung und fahren gleich weiter. Und hier der Clou. Hier können Sie sogar schon gekühlten Champagner bekommen. In Hülle und Fülle, zu Top-Preisen. Oder Wöfbico, der Trockene, die alte Witwe, 10 Euro günstiger als vorher. Ein Top-Preis. Silvester ist damit gerettet. Und jetzt schlendern wir entlang an unserer tollen Wursttheke. Viele Sorten haben wir hier anzubieten. Hallo, Frau Michalske. Sie haben heute ja wieder toll aufgebaut. Oh, Mensch, da bekommt man ja schon richtig Hunger, wenn man das sieht. Ja, Pandemie, bei uns gibt es alles. Fahren wir weiter, wer noch etwas Hunger hat. Hallo Philipp, Mensch, ich sehe, du hast hier noch so leckere Schweinshaxen heute im Angebot. Sehr, sehr gut. Oder auch ein Grillhähnchen gibt es. Heute Schweinshaxe vom Meister empfohlen. Und damit es Ihnen Weihnachten und Silvester auch viel Spaß zu Hause macht, haben wir ein reichhaltiges Angebot hier in unserer Fleischtheke. Alles, was das Herz begehrt. Es sind ja auch schon viele Bestellungen eingegangen, ne? Können wir noch Bestellungen annehmen? Ja. Das ist wirklich ganz bequem für Sie. Einfach hier vorbeikommen und Bestellungen abgeben. Wir sind für Sie da. Auch Heiligabend und Silvester bis 14 Uhr. Denken Sie dran. Ach, dann müssen wir noch zu unserer Fischtheke. Die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Die Mitarbeiterin ist kräftig am Wirbeln, muss wieder alles neu aufgebaut werden. Und hier alles, was das Herz begehrt. Fjord, Lachsforellenfilet, Dorade Royal, Austern, Meeresalgen. Erfreut sich auch immer mehr Beliebtheit. Wunderschöne Sachen haben wir hier. Dann fahren Sie hier weiter in unsere Käsetheke. Für den schnellen Kunden alles vorgepackt. Da machen wir uns richtig Arbeit für Sie, damit Sie nicht lange anstehen brauchen. Alles frisch verpackt, wie frisch an der Theke. Wenn Sie natürlich noch etwas länger hier in Ruhe auswählen wollen, haben wir auch unsere tolle Lose-Theke hier. Raclette gibt es hier für Silvester, Tete Mort,
und gefüllt auch unsere Molkereiabteilung. Wunderbar, alles frische Produkte von Pudding, Joghurt, Quark, Buttermilch. Also, es kann zu Hause nichts passieren. Wir haben keinen Engpass. Und natürlich haben wir ja auch hier unsere Brot- und Backwaren. Von Demeter Biobrot. Hier auch Brot können Sie selbst auswählen. Baguettes, Zwiebelbaguette. Dies ist besonders wichtig auch zu Silvester. Wenn man Fondue macht, da braucht man ja viel Baguette. Wir haben also alles hier. Dann hier, sehr interessant, unser Nudelbaum. Schenken Sie nicht mal nur Blumen, sondern Nudeln. Bitte sehr, die Dame, heute gibt es mal einen Nudelstrauß. Gleich daneben geht es weiter mit Champagner. Und wir lassen es uns ja nicht lumpen. Ich habe ihn auch schon selber eingekauft. Wöf-Nicot, die Witwe. 36,95. Hier in Hülle und Fülle haben wir hier aufgebaut. Weinbrand, Cognac, Brandy. Sie können in Ruhe stöbern. Und gerade eben eingetroffen auch Glühwein in vielen Sorten. Ja, und hier haben wir natürlich auch Portwein, Sherry, Baden, Saale, Unstrut und Sachsen, Pfalz, Rheingau, Mosel, Saarhofer, die deutschen Weinanbaugebiete, Württemberg. Jetzt kommen wir nach Frankreich, das bekannte Bordeaux-Gebiet, Languedoc-Roussillon und hier ein Champagner und Sekt und hier noch Geschenkaufbauten. Also Sie können auch hier noch Geschenke machen, weil die anderen Geschäfte haben ja leider zu. Ein Weinpräsent oder ein Sektpräsent ist ja auch mal eine gute Idee. Und hier noch für das Schnellpräsent haben wir auch noch interessante Präsentkörbe gepackt. Wenn man nicht mehr weiß, Mensch, was schenke ich denn noch? Also hier gibt es wirklich noch tolle Geschenkideen zu entdecken. Liebevoll verpackt. Und dann haben wir hier noch das regionale Produkt von der Berliner Kaffeerösterei. Haben wir jede Menge Teesorten, Honig, Marmelade, Kaffee, täglich frisch aus der privaten Manufaktur. Ist ja auch bekannt in Berlin. Ja, jetzt verlassen wir noch mal die Abteilung. Und da haben wir ja noch die bekannte Bäckerei Steinecke, wo Sie auch noch einen Kaffee bekommen können oder Brot oder Brötchen oder Teile. Steinecke hat für Sie auf jeden Fall auch geöffnet. Da gibt es ja noch den großen Goasia-Markt für die asiatischen Produkte, auch sehr beliebt. Soßen, Tiefkühlschrimps. Hier können Sie auch stöbern. Und wenn Sie hier noch weitergehen, kommen Sie dort hinten auch in das Futterhaus. Wenn Sie zum Beispiel zu Hause noch Tiere haben, den Kanarienvogel, den Pudel oder die Katze, dort bekommen Sie auf jeden Fall auch noch was zu essen für Ihre lieben Tierchen. Hat auch offen zu gleichen Zeiten wie wir. Und bei Petersen ist auch für Sie da. Da können Sie zum Beispiel eine Gänsekeule mit Soße, Klößen oder Salzkartoffeln, Rot- oder Grünkohl, Portion to go mitnehmen. Also wir haben alles probiert, damit Ihre Feiertage auch gelingen. Wir bieten Ihnen alles, was das Herz begehrt. Wir haben offen jeden Tag von 9 bis 20 Uhr, Heiligabend von 9 bis 14 Uhr und Silvester auch von 9 bis 14 Uhr. Wir sind für Sie da.